Es ist soweit. Die Corona-Impfungen bei Hausärzten haben begonnen. Wie läuft der erste Tag? Stürmen die Leute die Praxen? Wie viel Impfstoff ist gekommen? Wir besuchen eine Hausarztpraxis in Frankfurt am Main. Hallo, grüß Sie. Guten Morgen, Herr Sänger. Bitte schön. Die erste Lieferung. Die Übergabe gestaltet sich etwas aufwendiger. Ab dem Zeitpunkt, an dem der Impfstoff aus dem Tiefkühler genommen wurde, läuft die Uhr. 120 Stunden darf die Vakzine nun benutzt werden. Dann haben wir hier die Chargenaufkleber, wann es aus dem Tiefkühler genommen worden ist. Perfekt. Genau, das ist gestern um 5:50 Uhr. Genau. Damit ist er jetzt 120 Stunden verwendbar. Dann genau. Bräuchte ich eine Unterschrift. Und ein Exemplar ist für Sie. Die Sprechstundenbedarfsrezepte gehen in Rücksprache mit der KV Hessen an das Bundesamt für Soziale Sicherung. Die neue Bestellung für nächste Woche, dass wir weitermachen können. Wunderbar, das ist komplett perfekt. Richtig. Die ersten Patienten sind da. Die beiden sind bereits aufgeklärt und müssen nur noch die Papiere ausfüllen. Währenddessen bereitet Dr. Sänger den Impfstoff vor. Die Zubereitung ist relativ aufwendig. Kontrolle auf Trübungen. Immer genau nach Anleitung vorgehen. Dann vorsichtig mischen. Gedreht übrigens, nicht geschüttelt. Anschließend mit 1,8 Milliliter Kochsalzlösung verdünnen. Ergibt 6 Dosen à 0,3 Milliliter, wegen des Totraums in den Spritzen. 6 Dosen à 0,3 Milliliter. Und jetzt haben wir 0,3. So, und bitte einmal husten. Schon erledigt. So schnell geht das. Auch Nachbeobachtungszeit und Räume muss man einplanen. Wir müssen 15 Minuten Nachbeobachtungszeit machen. Das heißt, die Patienten werden nicht entlassen, sondern sie werden in eine Warteposition gesetzt. Und nach 15 Minuten dürfen sie dann die Praxis verlassen. Bei der Einbestellung gibt es ein paar Dinge zu beachten. Auch die Hausärzte unterliegen der Priorisierung. Um kein Chaos aufkommen zu lassen, haben Dr. Sänger und sein Team diese im Vorfeld durchgeführt, mit Hilfe der Krankenblattübersicht. Wichtig bei der Auswertung der Krankenblattübersicht ist, dass, wenn einem das Verwaltungssystem die Möglichkeit gibt, die Datumsbindung entsprechend zu löschen in der Übersicht. Denn sonst habe ich nur Patienten, die in dem Quartal da waren oder zu dem entsprechenden Datum da waren. Das heißt, eine Übersicht aller Patienten, die in dem gesamten Patientenstamm drin sind, auch wenn sie seit ein, zwei Jahren nicht mehr in der Praxis waren, trotzdem kann ich die dann mit hineinnehmen, wenn ich das Datum rauslasse aus der Suche. Meine Terminanfrage, Impfung. Die Vorauswahl ist bitter nötig, denn die Patienten laufen bereits Sturm. Also seit ein, zwei Wochen steht das Telefon nicht mehr still. Auch per Mail und über die Homepage kommen sehr, sehr viele Anfragen. Das bindet unwahrscheinlich Personal und ist sehr beantwortungsintensiv. Hier empfehle ich auf jeden Fall, die Anamnesebögen entsprechend auf der Homepage schon zu verlinken, dass die Patienten sich die runterladen können und schon vorausgefüllt mit in die Praxis bringen. Und auch zu empfehlen ist, ganz dick auf die Homepage zu schreiben und das vielleicht auch aufs Telefonband Ansage vormelden, heißt das Prinzip, mit aufnehmen, dass auch wir Ärzte, die niedergelassenen Hausärzte in Deutschland, an der Priorisierung teilnehmen. Sollte wieder erwartend eine oder zwei Impfdosen eines Vials übrig bleiben, dann empfiehlt es sich, eine Liste mit sogenannten Jokern zu haben, die binnen 5 Minuten oder 10 Minuten aus der näheren Umgebung in die Praxis kommen können. Und das dürfen auch nicht priorisierte Impflinge sein, sodass auf keinen Fall von dem heiß begehrten Impfstoff auch nur eine Dosis im Müll landet oder verfällt. Das wäre wirklich schade. Auch zur Abrechnung hat der Hausarzt ein paar Tipps. Jedem Patienten, auch Privatpatienten, ist in der Software als Kostenträger die KV Hessen Reiserückkehrer einzutragen, wie die Bürgertestung in den POC-Tests. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht einer Krankenkasse zuordnen oder den Privatpatienten Rechnungen schreiben. Die Impfung wird über die KV entsprechend bundesweit Reiserückkehrer abgerechnet. Dann ist der erste Impftag vorbei. Gestresst?
Mit entsprechend guter Vorbereitung und kurzer Übung im Team ist es eigentlich nichts anderes als ein ganz normales Impfen vor einer Reisesaison, Sommerferien, Osterferien, Herbstferien. Es lässt sich leicht machen.